Also, hallo. Ich bin der Erkan. Ich habe so ein bisschen ein Problem. In der Ankündigung steht drin, dass ich was über Docker Batteries machen will. Wollte euch ein bisschen was von der schönen Welt erzählen, warum das so ist. Das Problem ist, die Zeit bewegt sich immer sehr viel weiter und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Also habe ich jetzt gar keine Slides dabei. Gut, das ist jetzt auch nicht so neu. Also werde ich auch ein paar Sachen einfach zeigen und so weiter. Die Grundidee, die da, weswegen ich den Talk eingereicht habe, war, dass Docker an sich, wie wir es historisch kennen, ja nichts weiter ist als ein Container-Virtualisierer. Und ich gehe davon aus, dass ihr Docker-Know-how habt. Also ich, hä? Ja, dann siehst du eher als unterhaltsame Einlage. Vielleicht bleiben ein paar Sachen übrig. Also ich will jetzt keine Grundlagen und was ist Docker, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Das wird am Thema vorbeigehen. Aber die Grundidee, die man sich merken sollte, weil die, mit dem man groß geworden ist, Docker-Container, das sind irgendwelche ephemere Sachen, das sind Container, die sind da und dann sind sie wieder weg und wir haben Probleme mit sowas wie Persistenz. Das ist ein beliebtes Problem. Wir haben Probleme damit, Container untereinander kommunizieren zu lassen. Also, wenn man sich das so vorstellt, wer das mal ein bisschen damit gearbeitet hat, kennt das vielleicht noch, dass mal gesagt wurde, wie sieht so ein Docker aus? Wir haben hier unser Interface, wir haben hier unsere Docker 0 Bridge und hier sind die Container dran. Und das ist alles wunderschön, um auf einer Kiste zu arbeiten. Aber was mache ich, wenn ich das Ding skalieren will? Wie verwalte ich meinen Speicher? Wenn ich persistenten Speicher haben will, wo kommt der eigentlich hin? Wer das kennt, über Nothing Cluster-Systeme aufzubauen, die sich gegenseitig sehen wollen, das klappt auch irgendwie nicht. Und was ich eigentlich machen wollte, was mein eigentlicher Plan war, ist, euch so ein paar Sachen zu erzählen, die es gibt. So Sachen wie Docker Volume, kann man das lesen? Was relativ neu ist, ist das Management von Volumes. Also, dass man so ankommen kann, sagt, ich mache ein Docker Volume, create, was weiß ich, Froscon, ach, immer zwischen Network und Volume. Das eine ist mit Name, das andere ohne. Oh, deutsche Tastatur, das ist natürlich blöd. Hä? Bisschen größer? So? Ja. Okay. So. Hi. Was jetzt hier einfach passiert, sind so Sachen. Docker hat so eine erste Abstraktionsschicht reingeführt. Wir können das also, sind in der Lage, auf irgendeine Art und Weise Volumes zu erstellen. Auf irgendeine Art und Weise Volumes zu erstellen. Volume LS. Das heißt, wir haben jetzt ein Volume, das ist nur vom Local Driver. Es gibt verschiedene Treiber. Wie gesagt, da ich das gar nicht zeigen will, ich sage euch jetzt nur, was ich eigentlich machen wollte und nicht mache, ist, ob danach dahinter ein NFS steht, also ob wir am Ende quasi Volumes erstellen. Hier. Was weiß ich, NFS oder Ceph oder sonst was. Und wir erstellen hier Volumes, die Container dann einbinden können. Das ist total wurscht. Was wir damit hinkriegen, ist nur so eine Abstraktion von Container und Persistenz-Storage. Das heißt, wir können so Sachen machen wie Docker Run, minus Remove, minus TI, minus V. Und was jetzt vielleicht für die schon Docker kennen, ist, wir haben ja keine Fahrtangabe, das heißt, das automatische Named Volume. Wir mounten uns das hier nach Temp ein. Alpine ist mittlerweile bei den Docker-Leuten ganz beliebt, warum auch immer. So, hier ist nichts drin, wir machen Touch Hallo, wir gehen wieder raus und wir mounten das woanders hin. Neuer Container und das ist unser Hallo. Was wir jetzt machen, eben jetzt zum Beispiel, das ist alles lokal. Könnten aber genauso machen, dass es quasi auf einer anderen Kiste ist und der Witz ist dann, wenn man das kombiniert mit dem Docker Compose, dann haben wir quasi unsere Daten an einem bestimmten Ort, und der Container, der hochkommt, kriegt seine Daten und die Daten müssen nicht lokal sein.
Ganz wichtig, das ist so ein bisschen wie bei OpenStack, diese ganzen Compute-Nodes, da wo Sachen drauf sind, die spielen keine Rolle, die sollen alle verschwinden können. Und wenn die wirklich persistieren wollen, dann muss das irgendwo persistiert sein. Oder so nette Sachen wie, was ich eigentlich auch zeigen wollte, waren Docker Network. Also was heißt das? Das heißt die Möglichkeit, dass die Container über mehrere Hosts hinweg direkt miteinander kommunizieren können. Und das ist eigentlich auch eine relativ nette und einfache Geschichte, weil die Grundidee ist eigentlich nichts weiter als das sind unsere Docker-Hosts und alles, was die machen müssen, die sollen irgendwie gestartet werden und die sollen einen Key-Value-Store haben, wo sie Daten hinterlegen. Achso, wer sich ein bisschen besser mit Docker auskennt, der Witz von diesem Volume-Driver ist relativ simpel. Wenn ich einen Driver angebe, dann will er einfach, es gibt drei Möglichkeiten, aber einfach auf so einen Socket zugreifen und der Dienst, der quasi mein ZFS oder nee, mein Ceph oder sonst was reinmountet, stellt es mir lokal als Verzeichnis zur Verfügung. Mein Docker-Driver muss davon gar nichts wissen. Mein Docker-Driver macht immer nur einen Bind-Mount. Ist immer nur ein Bind-Mount. Mehr kriegt Docker nicht hin. Die ganze Magie, quasi Sachen anzubinden, ist eine Sache des Treibers. Ist also davon abstrahiert. Was wir jetzt hier machen wollen, wir haben noch immer unsere Container, die hier drinnen sind, aber wir würden ganz gerne dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig direkt sehen können. Das heißt, wir würden bei der Kommunikation der Container untereinander uns keine großen Gedanken mehr machen, welcher Port ist denn da? Wir würden quasi die MySQL-Datenbank, MySQL, nicht Postgres, ganz wichtig, also für jeden Flame zu haben. Ich bin auch dabei über MariaDB Corporation zu flamen, aber auch für MySQL. Die können sich dort sehen, wie auch immer. Also die sehen sich immer über den Port 3306 und die sind sogar, man kann sie sogar direkt über ihren Namen, Containernamen ansprechen. Das heißt, in puncto Service Discovery hätten wir eine sehr einfache Möglichkeit, wie so ein Service Discovery aufgebaut wird. Und die ganze Idee ist, irgendwie müssen die sich koordinieren und da gibt es mehrere Möglichkeiten, Zookeeper, Konsul oder LCD und so weiter. Meistens nimmt man Konsul oder LCD und je nachdem, wie ihr politisch gefärbt seid oder in welche Richtung eure Strategie gehen soll, nimmt ihr LCD oder Konsul. Ich zeige jetzt hier Konsul. Ich sonst nehme ganz gerne LCD, weil ich denke, früher oder später werden die meisten von euch eher bei Kubernetes landen. Und es ist ganz gut, dass man sich schon mal LCD angeschaut hat. Aber wie sieht denn das aus? Lustigerweise habe ich jetzt hier ein paar virtuelle Maschinen. Das läuft sogar. Und jetzt nicht, ich habe mich beim American File geirrt, das ist jetzt nur Ubuntu 14.04, deswegen, also ich bin kein Systemd-Hater, ich habe mich nur vertippt. Deswegen muss ich hier Service nehmen. So. Dun. Ah. Was will ich jetzt hier machen? Ich möchte euch Folgendes kurz zeigen. Also das wollte ich machen. Ich zeige euch eigentlich nur, was ich nicht machen wollte. Mein ganzes Konzept. Wir starten so einen Key-Value-Store und dann starten die ganzen Docker-Teams, die sollen sich halt mit dem verbinden. Das ist alles. Und, wie schon vorbereitet, ihr seht das auch schon, hier ist es wirklich, hier ist auch der Befehlsatz drin. Ich habe aber nichts weiter als ein Konsul gestartet. Docker PS, der läuft hier auf der Kiste. Die HTTP, IP Address Show, Device, ETH1 ist das bei Vagrant. Und das ist der Grund, warum ich ganz gerne Konsul nehme. Wir haben einfach eine schöne UI. So, ich habe gerade ein Problem. Ich habe noch eine Bitte an euch. Rechner hier, mein Display gibt langsam auf. Und jetzt wollte ich mir, wenn jemand von euch ein Tuxedo oder sowas hat, nachher mal zeigen, ich will die Tastatur mal ausprobieren. Weil ich wollte eigentlich einen neuen ThinkPad haben, aber die haben die ganzen Dockingstations geändert, die ganzen Ports sind verschoben. Jetzt kann ich meine ganzen Dockingstations wegschmeißen und dafür hate ich die jetzt. Ich würde ganz gerne wechseln. Also und deswegen, wenn jemand auch einen Tipp hat für einen guten Linux-Rechner, was nicht Apple ist, wäre ich sehr dankbar, weil dafür hätte ich. Was jetzt hier haben, wir haben einen Konsul hochgefahren. Und die ganze Magie, die jetzt passiert ist, wir gehen hin, und rufen mal ein Docker Daemon minus
Help auf und Krippen nach dem Cluster. Und wir sehen hier zwei Sachen, die uns interessieren. Ups. Wir sagen einmal, wenn der, und das ist eine Eigenschaft vom Docker Deem. Wir sagen hier, wenn du hochfährst, da haben wir einen Cluster Store für dich. Also da ist dein Key Value Store. Und hier sagen wir noch, welche eigene IP-Adresse sollte er angeben. Ich verbinde mich ja und ich will natürlich dann im Key Value Store auch sagen, hier übrigens und hier bin ich zu finden. Hat man mehrere Interfaces hat, ist das ganz sinnvoll. Und das sieht immer gleich aus. Also wir machen es mal nur ans Zweien. Zack, zack. Muss ich jetzt auch größer machen oder ist es groß genug hier unten? So. Also was ihr hier seht ist, wir starten einfach auf der Konsole mal ein Docker Deem. Cluster Advertise, wir haben einen netten Shortcut. Sagen ETH1, das ist eigentlich ganz sympathisch. Und dann sagen wir eben genau, dass der Cluster Store vom Typ Console ist und der auf welchem Rechner der ist. Das ist genau der Docker-Container, den wir hier gestartet haben. Und dann sagen wir eben noch, das brauchen wir später für Swarm, bräuchten wir später für Swarm, auf welchen, wo der lauschen soll. Und als wir das jetzt hier machen ist, wir starten ihn einmal hier und wir starten ihn einmal hier. Ah, hier ist echt größer auf der anderen Seite, ne? Na gut. So. Und was jetzt netterweise passiert ist, ich habe so schon mehr drin, ne? Da läuft wahrscheinlich noch was. Egal. Ich habe da 6 Maschinen, wahrscheinlich läuft es bei einem noch. Die tragen sich dann jetzt hier ein. Und was jetzt passiert, und das ist eigentlich das Schöne dabei, zack, zack, Docker, Network, Create. Und jetzt ist interessant, ich erstelle jetzt ein Overlay-Network, das ist nicht 2000 VXLAN-Network. Overlay, ich mache erstmal Docker-Network LS. So, oh, da läuft schon was. Ah, das ist doof, wenn schon was läuft. Egal. Docker-Network Create minus T Overlay. Bei Network brauche ich kein Name, wir kriegen es euch raus. Nennen wir es mal Froscon. Das mache ich jetzt auf dem Docker 2. Jetzt gehe ich auf die andere Kiste. Das ist die Docker 1, Docker Network LS. Und wir sehen, Froscon ist auch da. Also das heißt, wir haben jetzt, das war jetzt das relativ Neue, wir haben jetzt verschiedene Daemons mit einem gemeinsamen Netzwerk. Und was jetzt passiert, und das ist eigentlich eine Sache, die sehr sympathisch ist, minus net. Wir sagen ihm, bitte starte jetzt im Froscon, geben ihm einen Namen, was relativ wichtig ist, weil über den Namen können die Container auch erreichen. Ich bin so ein Freund von ABC. Minus TI, Alpine SH. Wir starten ihn einmal hier. Ach, ich hasse mich. Wir machen es ganz brutal. Ich liebe Live-Vorführungen. Ah, okay. Das kriege ich noch hin. Ach, er kann. Zack, zack, zack. Das ist das Schöne, wenn man Sachen sich vorher mal anschaut. So, wir machen es jetzt ganz plump. Alles ist unten. NFS. Docker. PS. Docker. Kell. Console. Tschüss. Dann bootstrappen wir den mal wieder, dass wir was Neues haben. Docker remove console. Zack.
Und jetzt gehen wir noch hier nach Valip Docker Network, cfiles, remove localdb. So, das machen wir auch hier. Valip Docker Network. Docker Network LS, Docker Network Create minus D Overlay. Frostcon haben wir gesagt, ne? So, ist hier auf der Kiste drauf. Beim Docker starten? Ja? Begründung ist relativ simpel. Also wenn du so eine Infrastruktur aufbauen willst, dann du willst ja keinen Static Container haben. Und wenn ich keinen Static Container haben will, lösche ich ihn auch, damit ich nicht auf die Versuchung komme, Static Container zu haben. Also wenn ich das so mache, merke ich relativ schnell, dass irgendwas futsch ist. Also ich will die ja loswerden. Ich will ja nicht, dass sich über Zeit da irgendwas ansammelt. Das ist so. Also mein kann sich jeder streiten und ich mache das so ganz gerne. So, jetzt haben wir den hier. Wir starten jetzt hier nochmal auf der anderen Kiste, nur mit einem anderen Namen. Und dann haben wir ZDF, ABC. Was wir jetzt eben haben, und das ist relativ neu, weil das ist schon ein bisschen älter mittlerweile, ist, wir haben jetzt Container auf verschiedenen Kisten, die sind in einem gemeinsamen Netzwerk und können sich anpingen. Und unser Discovery ist relativ simpel, der geht über Namen. Wir haben auch noch einen Alias. Wir könnten quasi auch über einen Net-Alias erstellen. Das heißt, wir könnten auch Gruppen erstellen. Da wäre so ein quasi Round-Robin zwischen den Kisten. Wollte ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Habe mich dagegen entschieden. Dann wollte ich euch noch so Sachen erzählen, bringt doch relativ viel Zeit. Dann wollte ich euch noch so Sachen erzählen wie Docker, machen wir Docker Swarm. Und zwar rede ich jetzt noch, das ist nämlich das Irritierende, wenn Leute von Docker Swarm reden, ich rede noch von Docker Swarm, was Docker Swarm ist, ich rede nicht vom Docker Swarm Mode. Unterscheidung kommt noch gleich. Docker Swarm ist relativ alt und die Idee bei Docker Swarm ist eigentlich total simpel. Denn wir haben wieder einen Key-Value-Store irgendwo. Wir brauchen mit Docker Swarm wieder einen Key-Value-Store. Und zwar ist das so, dass wir hier Kisten haben, also unsere Docker-Teams drauflaufen, dann haben wir unseren Key-Value-Store. Und was jetzt passiert ist, wir starten auf jeder Kiste einen Container. Ein Console-Container, der macht einen Join. So ein Join ist nichts weiter, als er verbindet sich mit dem Key-Value-Store und sagt, hallo, hier bin ich. Das war's. Warum? Weil später der Manager genau auf diese Einträge zugreift und damit weiß er, wo die Kisten sind. Das Nette ist natürlich, wenn so ein Container abbraucht, also wenn der Daemon abbraucht, raucht er den Container ab und damit ist auch die Kiste nicht mehr da. Das ist so die Grundidee. So, Docker PS-A, habe ich das? Ich kann es mal nur starten. Docker, siehst du, hier habe ich nicht mit Remove gearbeitet. Ich habe es im Hintergrund gestartet. Also, das ist nicht das Blöde, ne? Remove und Hintergrund geht nicht zusammen. Wenn du aber sowas hast wie System D, musst du es eben im Vordergrund starten, damit er den File-Handle offen lässt. Das ist ganz klar. So, dann hoffe ich mal, ich habe das hier auch. Zack, zack. Docker PS-A. Und wie gesagt, Docker Inspect Swarm.
die Optionen für den Docker sind relativ übersichtlich. Wir rufen den Swarm auf, das ist der Agent, wir sagen ihm, er soll bitte joinen. Und wohin? Wieder die Adresse von unserem Console-Server. Und wir sagen jetzt aber hier, da ist ein Unterverzeichnis Swarm, da treffen wir uns. Und dann steht auch drin, ja, aber ich selber schreibe jetzt meine Adresse rein. Das ist natürlich jetzt sehr Security, da kann jeder alles reinschreiben. Wir machen jetzt keine Security. Aber hier schreibt der Agent selber rein, wo er zu finden ist. Wiederum das Schöne an Console ist, ich sehe es hier nicht, müssen Sie hier gucken, das sind unsere beiden Kisten, die haben sich da angemeldet. Und was wir hier auch haben, ich habe hier einen Management-Knoten und was der Management-Knoten macht, ist nichts weiter als ein Proxy. Also lasst euch nicht mehr groß reinreden. Swarm Manage ist nur ein Proxy. Sogar schlechter geworden als ein Proxy. Früher war es ein Proxy, jetzt ist das so. Aber wir benutzen es ja eh nicht mehr. Es ist ja schon total veraltet, was ich erzähle. Aber so. Der sagt nur, ich möchte das gerne managen und ich kriege jetzt hier, also was er macht, er geht, das ist ein Verzeichnis, er schaut dort nach, die Einträge, das sind meine Teilnehmer im Cluster. So, der Lauscher auf dem Port 4000, Docker PS, und was wir jetzt machen ist, wenn wir auf den Port 4000 gehen, also dann kommunizieren wir mit dem Proxy und nicht mit den Containern direkt. Und wir kriegen dann so nette Sachen raus wie dass wir jetzt irgendwie zwei Docker-Daemons haben, auf die wir zugreifen können. 4, 5, 6 ist ja relativ egal. Das heißt, wir haben dieselbe Docker-API, die über Manager mehrere Knoten anspricht. Das wird dann interessant, welche Beispiel, ob ich zu Console-Template komme, schauen wir mal. Also was haben wir bis jetzt gehabt? Das eine war, wir haben irgendwie Volumes, die können wir erstellen, die sind quasi abstrahiert von dem Ort, wo die Daten wirklich sind. Also ob ich jetzt diesen Froscon-Volume-Container, dieses Docker-Froscon-Volume, ob ich jetzt einen Local-Driver benutze oder ob danach die Daten bei NFS oder sonst wo gelagert sind, ist total wurscht. Das ist ja von meiner, das ist eine Abstraktionsschicht dazwischen. Das Netzwerk, das ist eigentlich insofern ganz nett, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, Container auf irgendeinem Knoten zu starten und die finden sich alle über ihren Namen oder über ihre Gruppe. Das ist eigentlich auch ganz nett. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit hätte, die zu reschedulen und Maschine wird abbrauchen, die würden sich wiederfinden. Dann ist noch dieses Docker Compose, weiß ich, das ist so eine Mini-Orchestrierung. Das werde ich von der Zeit nicht schaffen. Egal, jetzt habe ich angefangen. Dann erzähle ich euch das andere. Version 2, Services. Ihr müsst mit dem Netz gucken. Es gibt eine alte Version, die Version 1, die Version 2 ist ein bisschen, kann einiges mehr. In der Version 1 hat man quasi nur Container-Services quasi definiert. Und was wir jetzt hier machen ist, wir definieren Service, wir nennen mal www, wir sagen ihnen, dein Image ist Nginx Alpine, wir machen es ganz plump. 2. Dann sagen wir noch, du bist in Networks drinne. Froscon. Jetzt ganz wichtig, wir können nicht so tief drauf reingehen, bei Docker Compose ist es relativ entscheidend, ob ihr ein Array habt oder einen String. Also selbst wenn Docker Compose ein Array erwartet und ihr habt auch nur ein Element, Array-Syntax nehmen. Das ist hier YAML-Syntax, darauf werde ich auch nicht groß eingehen. Aber was wir jetzt hier haben, wir haben nichts weiter, wir sagen, was Docker Compose out of the box macht,
wenn es Overlay im Hintergrund hat. Der Staat ein eigenes Netzwerk, aber wir sagen hier, wir haben ein Netzwerk und das sollst du bitte verwenden. Also und wie, genauso wie wir oben Services definiert haben, können wir hier unten Netzwerke definieren. Ich mache das nochmal ein bisschen anders. So, das Netzwerk Lala ist von Typ extern, bedeutet also existiert schon. Und es hat den Namen Froscon. Also damit mappen wir einfach die Sachen aufeinander. Intern ist ein anderer Name als draußen. So, und dann Docker. Och nein, ich hab's nicht hier. Auf welcher Kiste habe ich mein Docker Compose? Ha, hier habe ich's. So. Im Docker Compose. Nicht bei dem Netz hier. Lass mich damit in Ruhe. Also. Oh, ich habe ja was. Nehmen wir das einfach. Ich habe es hier draußen genannt. Froscon. Ja, also wir gucken es nochmal ganz an. Ja, Version 2, ich definiere Services. Ich habe 2 Services. Sind Netzwerk draußen. Das Netzwerk draußen ist eigentlich mein external Froscon. Noch ein anderes Problem. Der Rechner, ist ja noch gar nicht im Netz. So, das war mein Worker 1, der hier war das, ja. Service Docker Stop. So, jetzt haben wir 3 Knoten. Wir können das mal schnell kontrollieren. Nee, haben wir noch nicht. Wir haben ja noch kein Swarm gestartet. Haha, aber ich hab's hier. Docker Start Swarm. So, jetzt ist er dabei. So, und was jetzt hier machen, wir machen ein Docker Compose ab. Was jetzt passiert, er macht einen blöden Fehler. Sorry, stoppt, okay. Und wir haben jetzt hier 2 Container. Die Sache ist, wir haben unser Docker Compose lokal ausgeführt. Wir könnten auch hingehen und könnten ihm sagen, hier du, verbinde dich doch mit dem hier, wo der Manager drauf läuft. Also, wir warten da mal ab. Docker-H, zack, PS, Info. Nein, das ist nicht das, was ich will. So. Ne? Das heißt, haben wir unsere beiden Container. Und jetzt können Sie unser Docker Compose nehmen und sagen ihm anstatt, dass er lokal laufen soll. Das ist auch relativ neu, das war früher nicht. Jetzt mache ich das mal im Hintergrund. Roll die doch einfach im Cluster aus. So, wenn wir jetzt hier hingehen, unser PS sehen, da sehen wir, ist relativ egal, einer läuft auf dem Docker 1 und der andere auf dem Worker 1, auf 2 verschiedenen Maschinen. Ist nur nichts weiter als ein Proxy. Was ich jetzt skippen werde, weil die Zeit natürlich total blöd, aber ich werde es euch nur mal kurz erzählen, ist, was auch total praktisch ist, ist, wenn ich jetzt so eine Infrastruktur habe, ich habe so ein erstes Auto-Discovery
über Docker Network, also über den Namen. Aber historisch noch ein bisschen älter, ohne Netzwerk, habe ich ja ganz oft, wenn ich Container starte, also wenn ich hier, auch mit Docker Compose, wenn ich hier hingehe und ich mache einen Docker Compose minus H scale www gleich 4. Ja, also ich starte noch ein paar Container, ein paar runter, das kann man mal schnell hoch und runter fahren. Dann sehen wir so auch, dass sie hier verteilt sind. Wie kriege ich jetzt raus, wo die Container sind, welche Ports die haben zum Beispiel? Und da bei der Klassiker, aber das werde ich jetzt nicht sagen, das quasi am Docker-Daemon nennt sich Registrator, ja, kannst lesen, ein Registrator mitläuft, was macht der? Der lauscht am Event, also am Socket, und der scannt auch, wenn ihr wollt, regelmäßig beim Starten, sonst regelmäßig die Container durch und schreibt all seine Informationen, die er hat, in Konsol rein. Also, ja, mache ich jetzt nicht. Und der Witz ist, wenn ihr das habt, Docker-Base-A. Ah, hier muss auch Docker run. Wenn ihr das habt, Connection refused. Gehe ich jetzt nicht näher ran. Was der Registrator macht, der lauscht auf den Container, die starten, und alle Container, die starten, die einen Exported Port haben, das ist das Entscheidende, die schreibt er in euer Console hinein als Service. Und ihr könnt dann diesen Service mit Console Template wiederum auslesen. Das heißt, ihr könnt hingehen, und hier ist ein nettes Beispiel, ein ganz einfaches Template. Was nämlich hier passiert ist, euer Console Template geht hin und schreibt eine Config-Datei für HProxy. Und was ihr eben sagt, bitte geht durch alle Services durch, die vom Typ Nginx 80 sind. Docker, der Registrator, wenn er es nicht überschreibt, geht hin, nimmt den Containernamen und auf welchem Port er lauscht. Und die Kombination von beiden ist ein Eintrag für ihn. Und was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt 1, 2, 3 oder 50 Container starte, schreibe ich jedes Mal die Config-Datei neu. Das ist der ganze Witz davon. Back ich mal kurz zurück, kann ich nachher euch mal zeigen, weil ich das ja eigentlich alles gar nicht machen wollte. Denn eigentlich wollte ich ja euch ein bisschen was über den Swarm-Mode erzählen, der relativ neu ist. Denn als hat sich geändert. Wir haben die 1.12 jetzt draußen. Und mit Docker 1.12 macht Swarm, macht Docker auf Kubernetes. Wer kennt denn Kubernetes? Jetzt bis auf eine Person, die es kennen müsste, ja. Kurz, Kubernetes ist schon die bessere Lösung, ganz klar. Wir müssen jetzt hier nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Was interessant ist, dass jetzt Docker mit 1.5 in dem sogenannten Swarm-Mode, das ist irritierend, weil es hat nämlich nichts mit diesem Proxy zu tun. Der Swarm-Mode ist jetzt eine integrierte Lösung in Docker, der es ermöglichen soll, relativ einfache Cluster aufzusetzen. Und wir zeigen das mal ganz schnell. Und man sieht auch von der Benamsung, dass die sich eher an Kubernetes auch gehalten haben. Also, was wir dafür machen, ist ein Service Docker Start. Gehen wir hier auf die erste Kiste. Ach, mein Gott. Eigentlich müsste man dafür erschossen werden, dass man noch mit Upstart hier rumarbeitet. Das ist, kann ich dafür nur entschuldigen. Also. So, und
Die Stärke von Docker ist, dass das Aufsetzen eines Clusters erschreckend einfach ist. Und zwar brauchen wir Docker Swarm Init. Was hier noch relativ wichtig ist, wir haben hier drei Interfaces. IP Address Show, Device ETH1. Dass wir ihm sagen, also das Advertise, ihr kennt das Advertise auch von Console wie auch etcd, die kann man ja auch als Cluster verarbeiten. Wenn ihr euch gewundert habt, was dieses Advertise immer soll, das Advertise ist genau der Teil, wo man sagt, bei Verbindungen, die reinkommen, ich sag, wo ich zu erreichen bin. Nicht, dass irgendwelche anderen IPs announced werden und dann findet man sich gar nicht mehr. Das ist der ganze Witz hiervon. Und was wir hier machen ist, wir geben hier unsere IP-Nummer und 2377 ist der Default. Und was wir jetzt haben, wir haben unseren ersten Cluster, unseren ersten Knoten. Hä? Wieso habe ich hier keinen T-Mux am Start? Habe ich den gekillt? Ja. Ach, oh je. Also wir haben ein Docker Node LS. Das heißt, wir haben jetzt zwei neue Optionen kennengelernt. Einmal Swarm, damit kann man einen Swarm zusammenbauen. Und mit Node kann man sich die Nodes anzeigen lassen. Und was doof ist, was früher Docker hatte, also noch in einem Release Candidate, war ein Secret. Ich konnte selbst ein Secret angeben und dann sagen, unter welchem Secret dürfen sich meine Daemons verbinden. Dann kamen die Docker-Leute auf die geniale Idee, damit können Leute Fehler machen, so dieses amerikanische vielleicht. They can hurt themselves. Das heißt, während man früher mit Ansible das sehr einfach ausrollen konnte, indem man sich einfach ein Secret ausgesucht hat, muss man eben jetzt, das habe ich über Cut and Paste gemacht, Manager oder Worker, muss man quasi sich das Secret, das automatisch erstellt wird, übergeben lassen. Wir haben zwei Rollen, die es gibt in so einem Cluster, Manager und Worker. Manager ist also quasi das, wo ich dann später die ganzen Kommandos ausführen kann. Also die ganzen Swarm-Mode-Kommandos sind nur auf dem Worker machbar. Und da aber Worker so viel einfacher sind, Docker PS, so, Service, sage ich ihm ganz einfach, verbinde dich jetzt, als Worker hast du keine besonderen Fähigkeiten. Wir sehen, wir haben jetzt einen zweiten Knoten hier drin. Wir gehen auf den hier. Und auf den hier. Müssen wir uns nicht näher anschauen. So, jetzt haben wir drei Worker dabei. Das sind nur die Hostnamen, nicht irritieren lassen. Der Manager-Status sagt uns nur, ob man zu einem Knoten gehört. Und so, und wenn ich noch mehrere Manager haben will, dann nehme ich mir das hier. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ach, ich mach's mal falsch. Es ist jetzt nicht ganz richtig, aber zum Zeigen reicht das. Service Docker Start. So. Und ganz wichtig, immer auf nie auf die Idee kommen, nur zwei Knoten zu starten. Das so ein, also entweder er startet ein Knoten oder drei und dann ungerade weiter. Ne? Quorum, Ref, Protokoll. Wenn ihr irgendwann zwei Knoten habt und einer raucht ab, ist der ganze Cluster unten, weil es kein Quorum mehr da ist, der Klassiker. So, was wir jetzt hier haben ist, auf eine sehr einfache Art und Weise
ein Cluster erstellt. Und was das hat, wir können jetzt hier auch Netzwerke erstellen, die müssen anders genutzt werden, denn hier ist auch ein eigener quasi Key-Value-Store drin, ist nicht wirklich so ein Key-Value-Store, aber die haben lokal eine Bolt-DB, wo die Sachen abspeichern. Das heißt, wir haben jetzt eine andere Möglichkeit, wie wir Container ausrollen. Und eine einfache Möglichkeit, und das ist das, was wiederum an Kubernetes erinnert, wir können gerne auf Flame, die Differenz ist immens, aber man merkt, wo die hinwollen. Docker Service Create, wir machen Port Forwarding, 80 auf 80, minus Name Engine X, nee, ich nenne es www, und Alpine, nee, Engine X, Alpine, vielleicht gleich mal zum Anfang, Replicas 4, Docker Service Add-S. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Service am Start. Ihr seht, die vier laufen auch schon. Man kann sich nochmal genauer anschauen, wo die laufen. Docker Service PS www. Okay, ihr seht, zwei laufen auf Docker 1. Einer läuft auf Worker 2, einer auf Docker 3. Und ihr seht so diese neue Denke. Da steht drin, welchen State es haben soll. Also man beschreibt das Ziel, das wir haben, also deklarativ. Und damit kann man jetzt arbeiten. Also jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf den Kisten Core Localhost immer auf Core Localhost zuzugreifen. Und so auch auf den Kisten, wo ich nicht bin. Das ist das, ich mache jetzt mal Analogien zu Kubernetes. Bei Kubernetes habt ihr auf allen Kisten auch ein Kubeproxy. Und was bei Kubernetes getrennt ist zwischen dem Service, für die vier, und man kennt ja Sachen auch wieder. Es gibt quasi eure Application Controller, Pod, Deployment, wie ihr es nennen wollt, ist jetzt erstmal egal. Und es gibt einen Service, die beiden Sachen zusammenführt. Was Docker macht, es macht daraus ein. Ihr habt einen Container, ihr startet den, ihr definiert einen Service und was dann passiert ist, auf allen Kisten, wo ihr seid, könnt ihr über den Port 80, also auch wenn der Container nicht läuft, auf einen der Container dahinter zugreifen. Das haben wir hier gerade gemacht, weil hier läuft gar kein Nginx. Und was da eben passiert, das ist eine Sache, die finde ich sogar ein bisschen besser als Kubernetes. Bei Kubernetes machen die es, glaube ich, noch mit, oder haben es noch mit IP-Tables gemacht und hier machen sie mit LVS. Das ist natürlich ein Layer, also das ist eigentlich eine nette Idee. Und was jetzt passiert ist, wir können Sachen skalieren. Docker Service LS. So, auch Spaß, ich gehe mal auf einen der Worker und mache auf dem Worker darf ich darauf zugreifen. Das geht nicht. Also gehe ich wieder auf einen der anderen Kisten. Das war größer. Docker Service LS. Docker Service Scale www. Gleich. Ja, das Scale kennt ihr auch wieder von euer Docker Compose. So. Läuft schon. Jetzt nicht irritieren lassen, es gibt auch einen Filter, könnt dann Desired State auch noch rausfiltern, darauf gehe ich jetzt nicht allzu groß ein. Und das ist so eine erstmal sehr nette Geschichte. Also wir könnten, was ich jetzt nicht gemacht habe, Docker Service Remove www. So, jetzt machen wir Docker Network LS, also einfach ein neues. Docker Network Create minus T Overlay www. So, Docker Network LS, da haben wir unsere www. Wir gehen mal auf eine andere Kiste. Docker Network LS. Oh, schon da, sollte es nicht, aber egal. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen wieder hin, machen Docker Service Create minus Network, das ist ein bisschen irritierend, ist aber so, minus Name www,
Alpine. So hotte ich Sachen mit eigenen Containern drauf. Also was ihr jetzt hier habt, ist eine relativ einfache Möglichkeit, Services zusammenzufassen. Was natürlich total blöd ist, was wir jetzt hier haben, was bei uns hier ein Service ist, nichts weiter als ein einzelner Container. Also nochmal, so Sachen, wie ihr es von Kubernetes kennt oder mit Docker Compose, dass wir mit Docker Compose quasi eine ganze Orchestrierung darstellen können, das geht nicht. Das ist in Experimental schon drin. Das heißt, die werden irgendwann mit Bundles machen. Also mit anderen Worten, die 1.12 ist relativ neu, ist noch 15 Minuten? Ich wollte es aufhören. Ja. Ich dachte 45 Minuten. Hätte ich mir gar nicht so beeilen müssen. kriegt man eine sehr einfache Möglichkeit hin, seine Sachen zu verwalten. Man kann Rechner rumhauen, man kann auch so Sachen machen wie Docker Node LS. Und, achso, nochmal ganz kurz. Docker Service PS www. Und was wir jetzt mal machen wollen, achso, der läuft auf dem Docker 2. Dann skalieren wir das Ding mal. Scale www gleich 10. So. Ihr seht so Sachen wie, der war vorher auf dem Worker 2. Failed to allocate. Gateway. Na super, habe ich irgendwas intern kaputt gemacht. Service LS. Ich scale jetzt mal runter. Ich werde mich jetzt nicht mit VirtualBox beschäftigen, was die Sache ist. Wir haben jetzt so zwei Möglichkeiten. Docker Service PS. Das eine, was ich euch zeigen wollte. Wir sehen das hier auf Worker 1, was läuft. Und wir können ein Docker Node Help Update hingehen und sagen, dass der leer sein soll. Warum auch immer. Wir wollen die Container da weghaben. Wir wollen irgendwie, ne, dann gehen wir hin. Drain den. Und minus F desired State gleich running. So, wir sehen, der Worker 1 ist weg. Habe ich es auf 3 oder 4 skaliert gehabt? Dann ist da was intern. VirtualBox, sorry. Funz ist mir jetzt auch, aber das ist so die Grundidee. Also ich kann den dann wegschmeißen, der wird dann gereschedult. Und ich kann auch Updates darüber fahren. Also ich kann Docker Service Update fahren und kann mein Image updaten und kann auch sagen, in welchem Abstand das geupdatet werden soll, in welcher Parallelität. Also ich gehe hin und sage, okay, ich habe jetzt hier mein Nginx Alpine, jetzt mache ich daraus ein Nginx Felpine und sage ihm, alle 5 Sekunden soll einer geupdatet werden, dann kann ich noch definieren, was soll er machen, wenn ein Update VM schief läuft. Und da hat man auch so diese Rolling Updates drin. Musst du noch was zu Swarm Mode erzählen? Also, und das war mein Dilemma, das ich hatte. Also, wurde irgendwie eingereicht mit Docker Batteries und dann kam Swarm Mode raus. Und da dachte ich mir, eigentlich müsste man was über Swarm Mode erzählen, aber das andere ist ja auch ganz nett, passt ja auch irgendwie rein. Und jetzt habe ich euch ein bisschen an meinem Dilemma teilhaben lassen. Und ihr könnt mir sagen, woraus soll ich euch einen Vortrag machen? Da würde ich mir da Unterstützung holen. Ja, aber ja, Kubernetes ist auch geil, definitiv. Also ich glaube, je nachdem, was du fahren willst. Also wenn ich, der Vorteil hiervon ist eine sehr einfache Geschichte. Wenn du irgendwas haben willst, was ansatzweise anspruchsvoller ist und wirklich komplexer, dann nimmst du Kubernetes. Ist aber auch komplexer, also ist so. Also erstmal ganz, also ich hätte damit auch keine Probleme. Nee. Was machst du jetzt? Hauen! Es ist so eine Frage,
was wird der Dozent machen und wird der Dozent Docker Swarm produktiv einsetzen? Und wenn ich ein Projekt hätte, was nicht nächste Woche fertig sein muss, auf jeden Fall, klar. Also für einfache Use Cases ist es total ausreichend. Und wie gesagt, der Vorteil davon ist, wenn man in dieser Docker-Welt bleiben will, ist natürlich am nächsten dran an Docker. Also bei Kubernetes ist das ja ganz oft so, dass du gucken musst, was erstmal kompatibel ist, ob es irgendwelche Sachen gibt, die nicht kompatibel sind. Und für viele Sachen ist das bestimmt super. Was mit 1.12 jetzt auch drin ist, was lange Zeit gefehlt hat, wo man zeitweise Konsole benutzt hat, ist Health Checks. Ist auch ganz nett. Da hast du einen Container, die haben Health Checks, aber was sie eben nicht haben, ist sowas wie Readiness bei Kubernetes. Also das heißt, bei Kubernetes kannst du definieren, wenn so ein Pod hochgeht, wie lange dauert das, wann ist das Ding ready? Hier hast du einen Health-Check. Das heißt, eigentlich willst du einen kurzen Health-Check haben und sobald der zuschlägt, dann ist der Container draußen, also wird wieder gerescheduled. Aber wenn so ein Dienst relativ lange hoch braucht zum Hochfahren und da feiert schon ein Health-Check, das ist noch sehr am Anfang, man sieht das schon. Aber man sieht trotzdem, dass die Schritte, die da sind, schon mal genial. Also es ist natürlich praktisch. Und wenn du aber irgendwas hast, wo du weißt, es wird irgendwann, also was ich hier auch nicht erwähnt habe, ist so Sachen wie Global. Also wenn ich, Global heißt, ich möchte einen Container auf jedem Knoten starten, also beim Service, Mode Global. Und ich möchte Beispiel ein C-Advisor. Ne? Wir machen ja alle mittlerweile Prometheus. Und wir wollen auf jedem unserer Knoten C-Advisor laufen lassen. Und wir wollen vorher nicht wissen, wo die sind. Sondern wir sagen aber nur Service Mode Global. Das heißt, er sorgt selbst dafür, dass auf jedem der Clusterknoten einer läuft. Also der Anfang ist schon ganz gut. Wie gesagt, so Sachen wie Secrets, die draußen verstehe ich nicht. Das interne Netzwerk ist ein bisschen irritierend. Also sie haben auch nicht sowas wie Ingress Router. Also die haben keinen Service für Load Balancer. Was sie wirklich haben, ist hier eben, du hast Service-like deine Ports. Das heißt, da musst du selbst ein bisschen was reinhauen. Und sonst, ich weiß nicht, ja klar, ich würde es auf jeden Fall auch anschauen. Und wenn du Schmerzen hast, kannst du wieder wegschmeißen, dann nimmst du Kubernetes. Oder je nachdem, wer besser ist, dann Mesos. Die machen ja auch Werbung, was das Zeug hält. Aber kann man gerne auch Flame. Wäre eigentlich auch eine geile Idee, ne? So ein Flame-Talk, aber ein Flame-Talk ist wirklich nicht im Sinne von, wir haben uns alle lieb, sondern wir hassen uns alle. Swarm versus Mesos versus Kubernetes. Weitere Fragen? Ja. Hier würde ich jetzt im Endeffekt mein AFOX einfach auf alle meine Nodes zeigen lassen, weil der intern die Requests auf jedem, genau. Also das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, den du hast. Du kannst auf jedem Port, triffst du den, der macht ein internes Load Balancing für dich. Das heißt natürlich auch, du hast nicht so die Möglichkeit, wie bei HAProxy zu sagen, ich möchte, dass der doppelt so viel oder sonst was kriegt. Das ist alles weg. Du hast quasi hinten drin so eine Art Round Robin und das ist das, was du kriegst. Aber ja, du kannst auf jedem, er kann auf jedem aufschlagen, egal auf welchem. Ja, ich bin verheiratet, aber ich bin offen für Neues. Ja. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, das ist relativ neu, ich habe es noch nicht gemacht. Und wenn es dich interessiert, probier es aus. Nein, was soll ich dazu erzählen? Ich meine, ich will nur mal ganz gerne ehrlich sein, das ist mir ganz wichtig. Habe ich noch nicht gemacht, hört sich gut an, also gibt da ganz viel Rechenzentren. Ja, aber gerade auf Raspberry kannst du aber mal ausprobieren. Ich dachte jetzt, du dachtest schon für Serverarchitekturen. Da gibt's schon Material. Ja, es gibt auch, wenn ihr mit Kubernetes anfangen wollt, ein. Ach so. Scheiße, es tut mir leid. Ruf rein. Oh je, soll ich es alle wiederholen? Hier war ein Hinweis. Ach, die nächsten Fragen wiederhole ich. Sorry, hab nicht aufgepasst. Noch irgendwelche Fragen? Ist das so ein bisschen mein Dilemma klar geworden? Docker Batteries davor und jetzt Docker Swarm. Was erzählt man davon? Docker Batteries ist nochmal total legitim, aber dieses Docker Swarm hat auch so seinen Reiz auf jeden Fall. Naja, tschüss.